Nicht mal der hat eins in seinem Zimmer. Aber hier Wilson hat bestimmt eins. Ja, Tatsache. Weg da. Weg. Hallo, weg. Du willst also deinen Arsch unserer Sache widmen? Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Hoffentlich hältst du länger durch als die meisten von uns. Aber sag mal, bist du bereit, unserer Gemeinschaft einen großen Dienst zu erweisen? Klar. Die Dämonenjäger können sich auf mich verlassen. So spricht ein wahrer Krieger. Wirst mir immer sympathischer. Pass auf, diese verdammte Brut hat es irgendwie geschafft, verfluchte Bücher unter die Leute zu mischen. Wir müssen diese Bücher in unseren Besitz bringen. Schaffen wir es nicht, können wir bald nicht mehr wissen, wer auf unserer Seite steht. Gab es nicht so eine Quest auch in Gothic 2? Mit irgendwelchen, ja, Landrechten oder so? Hey, mach mal. Ich werde diese verfluchten Bücher finden. Hoffentlich hast du Erfolg. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Leute dem Mist dieser Brut Glauben schenken. Will ja nicht, dass meine Klingen irgendwann auf mich gerichtet werden. Warum hat man dir die Sache mit den Büchern anvertraut? Du denkst wohl, nur weil ich der Schmied bin, mache ich mir keine Gedanken. Aber da irrst du dich. Unser Schicksal geht uns alle an. Mein Wort hat dir durchaus Gewicht. Ich habe weitaus mehr auf dem Kasten, als nur Klingen zu falten. Wo soll ich nach den verfluchten Büchern suchen? Jeder Einfallspinsel kommt in Frage. Aber damit wäre den Schatten nicht geholfen. Nein, ich denke, einen Großteil der Bücher wirst du bei Typen finden, die einen gewissen Einfluss besitzen. Am besten siehst du dich hier auf Kalador um. Und in meiner alten Heimat Antigua wirst du sicher auch fündig. Ja, also überall. Ein Besuch bei den Magiern kann auch nicht schaden. Ich brauche eine genauere Ortsbeschreibung für die Büchersuche. Na schön, was willst du wissen? Irgendeine Idee, wo ich hier auf Kalador suchen soll? Tja, wenn einer was weiß, dann der Wirt Travis oder die Hure Yvette in der Taverne. Sonst würde mir auch niemand einfallen. Wer könnte mir bei den Magiern Auskunft geben? Irgendeinen Bücherwurm wird's da schon geben. Obwohl... Moment, vergiss die Idee. Hör dich mal im Hafen um. Da wird immerhin jeder Scheiß angeliefert. Warum nicht auch ein paar verfluchte Bücher? Warum sollte ich gerade auf Antigua nach einem Buch Ausschau halten? Weil sich die Saufbrüder für nichts zu blöd sind. Glaub mir, da findet sich immer einer, der sich auf eine Schnapsidee einlässt. Oh ja. Versuch es mal bei einem dieser Schlägertypen. Na gut. Was kannst du denn hier? Runenhaut? Halt dich und deine Gruppe. Mhm. Freue nicht. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Naja, mach dir da mal keine Sorgen. Obwohl... Hier, Dämonenjägerhose. Magiesicher plus 3. Einschüchtern brauchen wir eigentlich nicht, ne? Leichter Helm. Der sieht auch irgendwie besser aus. Lederhelm, der den Träger kaum behindert. Nehmen wir mal. Und Speerstiefel, na gut, die taugen nix. Die kann er behalten. Mal hier, Schrot und Kugeln brauchen wir auch bald mal wieder. Und deine Waffen taugen auch nix. Hoppala, nein, so. Na dann, ziehen wir uns mal um. Dem Beine, diese Hose. Das war's schon. Nee, hier Kopf. Leichter Helm. Jawohl. Jetzt sehen wir doch... Ah, zu schwer an dem Ding hier. Warte mal. Geh doch mal weg von dem Fass, ich will da ran. Na gut, ist egal. Erstmal Proviant, was soll's. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Ja, ja, dann mach mal. Okay. Wir sind Dämonenjäger und stratzen fröhlich umher. Und ich laufe in die Taverne, weil ich dachte, ich könnte vielleicht ein paar Banditen und ein paar Plünderer irgendwie sehen, aber hier ist nichts. Außer eine Ente. Geht's so eigentlich schneller? Nee. Voilà. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Was für eine Schande. Diese Mauern sind zu einem Auffangbecken für Betrunkene verkommen.
Darauf trinken wir. Manchmal frage ich mich, warum ich dich begleite. Ja. Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Okay. Die Dämonenjäger sind auf der Suche nach Büchern des Bösen. Ach, du meinst also, nur weil ich eine Frau bin, habe ich so eines in meinem Besitz? So war das nicht gemeint. Ich soll einfach ein Auge offen halten. Ja, ja. Und da kommst du ausgerechnet zu mir und starrst mir auf den... Vergiss es. Ja, die ist ja sehr hilfreich. Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Naja. Mhm. Gut. Naja. Ich glaube, von denen hier können wir nicht viel erwarten. Reden wir mal mit Travis. Um die Wette trinken. Aber haben die nicht schon die Wette getrunken? Lass uns um die Wette trinken. Endlich ein Herausforderer. Scheinbar nicht. Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hintergrund... Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlafplatz. Los geht's. Ob ich verlieren würde, hallo? Dann mal los. Oh. Gut. Oh, Errungenschaftsfortschritt. Schluck Specht 5 von 10. Das heißt, ich muss noch ein paar Mal spielen. Junge, hast du einen Zug drauf. Respekt. Und da du unser kleines Spiel gewonnen hast, kannst du hier deinen Rausch ausschlafen, wann immer du willst. Ich werde dir nichts berechnen. Danke. Okay. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Du kennst doch sicher diesen Spinner Mick. Du weißt schon, der Typ, der hier auch öfters mal in der Taverne sitzt. Naja, jedenfalls haut der jede Nacht ab und kommt erst am nächsten Morgen wieder. Das soll ungewöhnlich sein? Natürlich. Die Schatten verwüsten die Eisenbucht und der Kerl stiehlt sich nachts davon? Das macht doch kein Schwein. Hier in der Taverne ist es immerhin halbwegs sicher. Da ist was faul, sag ich dir. Wenn man sich kurz nach Mitternacht an seine Fersen heftet, findet man sicher heraus, was ihn antreibt. Mhm. Danke, danke. Gibt es noch einen anderen Weg, als Mick hinterher zu schleichen? Sicher, aber dafür musst du die Augen offen halten. Finde einfach den Ort, wohin er sich verkriecht. Wie soll ich das anstellen? Wie gut bist du im Fährtenlesen? Naja. Und wie steht's um deinen Orientierungssinn in der Dunkelheit? Also... Kannst du überhaupt eine Karte in der Hand halten? Das kriege ich hin. Am besten du merkst dir, was ich dir jetzt sage. Ich bin ihm mal ein Stück weit gefolgt. Hat mich leider zu früh entdeckt, das Aas. Aber ich schätze, wenn du dich von hier aus immer westlich hältst, wirst du fündig werden. Halt einfach nach einem ungewöhnlichen Platz Ausschau. Okay, also westlich, ungewöhnlicher Platz, alles klar. Ich werde Mick auf die Schliche kommen. Gut, aber denk daran, vor Mitternacht bewegt der sich kein Stück. Kannst dich ja so lange bis Mitternacht aufs Ohr legen. Aber Finger weg vom Rum, sonst verpennst du noch. Ist dir außer Micks nächtlichen Spaziergängen noch etwas aufgefallen? Naja, ich habe letztens von Brand im Schlachter eine Lieferung Fleisch bekommen. Konnte die ganze Lieferung in den Abfall wandern lassen. Sah absolut frisch aus, aber schmeckte wie eingelegte Füße. Kannst dich ja mal bei ihm umhören. Mhm. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was weißt du über Mason? Mason ist der Mann, mit dem du dich besser nicht anlegen solltest. Das ist ein richtig harter Knochen und hoch angesehen bei den Dämonenjägern. Wenn er hier ist, traut sich so schnell niemand, die Zeche zu prellen. Aber, und das hast du nicht von mir, raue Schale, weicher Kern. Ich bin auf der Suche nach ein paar Plünderern. Zählt nicht zu meiner üblichen Kundschaft, aber ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Vor einiger Zeit kamen hier ein paar schmierige Kerle an. Konnten kaum das Bier bezahlen und sind so schnell gegangen, wie sie gekommen sind. Haben sich in Richtung der alten Eisenmine aufgemacht. Vielleicht findest du sie dort noch. Mhm, danke. Das war auch mal informativ. Hast du was zu sagen? Und? Wieder etwas beruhigt? Ja, etwas. Ich muss erst mal diese Nacht verarbeiten. Vielleicht sollte ich Kalador mit dem nächsten Schiff verlassen. Dieser Flecken Erde hat einfach zu viel Verderben gesehen. Aha.
Wir haben hier noch Idrico. Danke für deine Hilfe. Ich werde jetzt erstmal in der Taverne Pause machen, bevor ich Bericht erstatten gehe. Alter, das ist schon mehrere Wochen her. Au, warte mal. Buch des Bösen. Klingelt da was bei dir? Buch? Sehe ich so aus, als würde ich lesen? War nur eine Frage. Ich sag dir, fang ja nicht an, mir hinterher zu spionieren. Hat dieser Wirt Travis auch mal gemacht. Aber ich merk alles. Ich kriege schon noch raus, was du mir verheimlichst. Ich warne dich. Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus. Wollen ja nicht, dass du einen Unfall hast. Und jetzt verschwinde. Oh, sehr verdächtig. Lass mich einfach in Ruhe. Oh ja, sehr gut, Cisco. Okay, zeig mir deinen Kram. Genau, zeig du auch mal her. Hast du irgendwas Tolles? Nö. Na gut, tschüss. Hier, Geistersicht. Oh. Was haben wir hier? Ach, ein Silberteller. Sehe ich auch hier oben was? Ja. Ja, das ist schön. Jetzt kann ich alles einsammeln, was ich irgendwann mal übersehen habe. Oh, wieso wurde der nicht angezeigt? Willst du dir etwas verdienen? Klar, was möchtest du? Oh. Mit Dolchen hast du die doppelte Chance auf den... Ist egal, wir nutzen keine Dolche, passt schon. Wieso wurden die nicht angezeigt? Na. Ist hier noch was drin? Nein. Okay. Gut, ich fange jetzt aber nicht an, alle Orte, wo wir schon mal waren, nochmal abzulaufen, um zu gucken. Sonst, ja, sind wir in ein paar Wochen noch nicht fertig. Das heißt Wochen. Bei Jahren. Okay, hier ist Norden, da ist Westen. Dann schau doch mal, ob wir hier irgendwas Auffälliges finden. Voilà. Ja, dann kann ich in dieser Sicht bleiben. Mhm. Okay, Pflanzen werden noch nicht angezeigt. Ah, aber wir sind hier. Buen, da war ja was. Wie ist die Lage auf dem Hof? Normalerweise sage ich immer, solange wir zu fressen haben, ist alles gut. Aber wenn dir die Wurst im Hals stecken bleibt, dann stimmt was grundsätzlich nicht. Hm, das klingt beunruhigend. Ist es auch, Jungchen. Ist irgendwas mit dem Fleisch nicht in Ordnung? Normalerweise liefere ich nur Qualitätsware ab. Aber ein Teil meiner Ware ist verkommen. An der Verarbeitung kann es nicht liegen. Ich schlachte so wie eh und je. Steckt sicher mein Knecht dahinter. Aber mir gegenüber stellt er sich dumm. Tu mir einen Gefallen und sprich mit ihm. Vielleicht erfährst du ja mehr als ich. Oha, ja, werden wir machen. Wo ist denn sein Knecht? Da sind Schweine, da steht er. Logan. Brent sagt, mit dem Fleisch auf eurem Hof stimmt etwas nicht. Brent sagt auch, dass die Schweinezucht eine tolle Sache ist. Und ich sage, die stinkt zum Himmel. Wenn was mit dem Fleisch nicht stimmt, dann ist er schuld. Versteht wohl sein eigenes Handwerk nicht mehr. Und jetzt hau ab, hast sicher Besseres zu tun. Mhm. An deiner Geschichte mit dem Fleisch ist was faul. Na schön, du lässt ja eh nicht locker. Diese Arbeit ist scheiße. Genau wie diese verdammte Eisenbocht. Aber dieses Buch hat mir die Augen geöffnet. Also habe ich beschlossen, das Fleisch zu vergiften. Oh. Wozu der Plan, die Leute zu vergiften? Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn dir jeder aus dem Weg geht. Gucken dich mit dem Arsch nicht an. Dabei mache ich nur meine Arbeit. Und als ich das Buch gelesen habe, war mir klar, dass die Zeit der Rache gekommen ist. Von wem hast du das Buch bekommen? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, es war schon immer in meinem Besitz. Vielleicht aber auch nicht. Irgendwie fehlen mir die Erinnerungen. Zeig mir das Buch, von dem du sprachst. Ah, du willst auch erleuchtet werden? Unbedingt. Hier, wirf mal einen Blick rein. Aber bring mir das Buch bald wieder. Welches Buch? Das, was ich dir gerade... Moment, du hast mich reingelegt. Gib's mir sofort wieder her. Ich rate dir, kein Fleisch mehr zu vergiften.
Du drohst mir? Nein, ich spiele nur mit dem Gedanken, den anderen Dämonenjägern deine Geschichte zu erzählen. Dämonenjäger? Warte mal, ich hab's mir überlegt. Ich werde ab sofort wieder gewissenhaft meine Arbeit erledigen. Versprochen. Hier, nimm dieses Gold. Kein Wort zu Bran, okay? Mhm. Immer mehr Fremde bedeuten... Ja, ja. So, so, er hat also das Fleisch vergiftet. Dieser Penner. Wir schauen uns mal das Buch an. Wo haben wir es denn? Ein Buch des Bösen. Dieses Buch zieht den Leser so lange in den Bann, bis er zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kann. Es wäre eine äußerst dumme Idee, auch nur einen Blick reinzuwerfen. Moment, ich bin für dumme Ideen offen. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da. Macht er nicht. Okay, Glück gehabt. Und natürlich sagen wir ihm, dass er das Fleisch vergiften wollte. Geht ja gar nicht. Mit deinem Fleisch ist wieder alles in Ordnung. Na endlich, dachte schon, ich müsste Gemüse anbauen. Warum war das Fleisch verdorben? Nee, wir sind ehrlich. Logan war schuld. Also doch. Da gebe ich ihm eine Unterkunft und so dankt er es mir? Sagen wir so, er fand seine Arbeit wohl ziemlich beschissen. Ist das so? Na, dann werde ich ihn mir mal zur Brust nehmen. Muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. Da gibt's noch eine Sau, die ich zum Altar führen muss. Du machst das schon. So genau will man das gar nicht wissen. Ich würde fast sagen, wir schauen uns mal an, was passiert. Offenbar nix. Ah, da kommt Logan. So rein zufällig kommt er jetzt auch Mäcke. Was musste ich da hören? Du bist an der Sache mit dem Fleisch schuld. Also... Ruhe! Du wirst mir den Schaden ersetzen, Bürschchen. Ich gebe dir Arbeit, ich gebe dir Unterkunft und das ist deine Art, dich zu bedanken? Deinen nächsten Lohn kannst du vergessen. Aber damit wollte ich doch... Was du willst, ist für das kommende Jahr nicht mehr von Interesse. Und jetzt zurück an die Arbeit. Na, er schmeißt nicht raus, das geht ja noch. Endlich schmeckt das Fleisch wieder. Immer mehr Fremde bedeuten immer mehr Probleme. Ja. Und du bist selber so ein Problem. Na gut. Dann gehen wir mal weiter nach Westen. Quatsch, wir gehen nun gerade nach Osten, ne? Also offenbar nicht hier hoch. Beziehungsweise wenn dann hier hoch, dann vielleicht hier lang. Und dann hier wieder nach Westen. Na, es ist ja eh bald dunkel, ne? Da hätten wir noch fast folgen können. Okay, hier ist schon mal nichts Auffälliges. Auffällig ruhig ist es hier. Ja, das stimmt. Aber ansonsten... Ich will was übersehen. Vielleicht ist da oben in diesem Turm drin. Huch, warum wird es hier auf einmal hell? Sollen die Schatten nur kommen, mit denen werde ich schon fertig. Halt mir lieber den Rücken frei. Keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Na, hier ist schon mal nichts mehr. Ich würde sagen, wir schauen uns doch mal hier das hier an. Wir haben ja alles aufgeräumt, wir haben auch das Kristallputter zerstört, meine ich. Also, was soll's, ne? Aber interessant, dass es dann hier auf einmal hell wird, obwohl es draußen dunkel ist. Oh, da ist noch ein Kristall. Den hole ich mir noch mal schnell.
Na, ein Bergkristall, danke. Und hier ist aber auch nichts. Na gut. Na gut. Dann würde ich sagen, wir folgen ihm lieber. Zurück zur Taverne. Wo ist er hin? Da. Lass einfach mal die Quest aktivieren mit ihm. Wo ist sie aktiviert? Kalador. Geisteraugen? Nein. Aus den drei Plünderer und Leuten. Na gut. Hexenjagd, ein Buch haben wir schon. So, das markieren wir. Er ist auch da, okay. Na? Also ist es wohl nicht Mitternacht. In dem Fall hauen wir uns eine Runde hin. Och nee. Nicht das schon wieder. Ah, gut. Nutzen wir die Gelegenheit, um Seelenstaub einzusammeln. Oh, hi. Ach, mein Schädel. Ein Geist verlässt diese Gruppe. Ja, ja, bis Mitternacht schlafen. So. Na dann, wo ist er hin? Wo ist er? Es sieht doch kurz nach Mitternacht, läuft er los, oder? Warte, ich schon mal hier drin. Was habe ich da gehört? Nix, nix. Ja, verschwinde von hier! Mama, Mo. Er ist nicht mehr da. Na dann flott, ne? In der Richtung Westen abgehauen ist. Warte mal, zeig mal auf die Karte. Da ist er schon. Ist das immer der auffällige Ort? Ein Friedhof, was macht er hier?